So, letzter Teil zum Thema Index. Wir wollen uns nochmal anschauen, was passiert, wenn man den Index tatsächlich in seiner ganzen Größe nicht so vorhalten möchte, sondern wie würde man so einen Index denn gegebenenfalls noch komprimieren können und was bringt das überhaupt, außer reduzierter Größe? Im Prinzip ist es so, dass so ein Index schon sehr groß wird, also so Pi mal Daumen hatten wir bis jetzt immer so gesagt, auch schon so ungefähr so groß wie so eine Kollektion. Wenn man sowas wie INDRI beispielsweise als Suchmaschine benutzt, das ist sowas Sprachmodellbasiertes, kommen wir dann später nochmal genau dazu, wenn wir über die Retrieval-Modelle sprechen, dann ist das mal schnell so ein Viertel bis die Hälfte von der eigentlichen Kollektion, was in so einen Index dann reingeht. Und ja, dann hat man auch immer schon gesehen, wenn ich noch N-Gramme mit indiziere, also 2, 3 oder sowas Gramme, dann wird das Ganze natürlich auch gleich nochmal viel größer. Und das heißt, im Prinzip ist es ja schon ein bisschen viel Platz, was man für so einen Index braucht. Was man machen könnte, ist natürlich den Index komprimieren und damit Platten oder eben Hauptspeicherplatz, je nachdem, wo der entsprechende Teil des Indexes dann auch liegt, sparen. Das ist dann aber natürlich so, wenn ich den Index komprimiere, dann muss ich ihn zum Verarbeiten auch wieder dekomprimieren. Und die Zielstellung für eine Indexkompression ist dann natürlich, dass ich schon gute Kompressionsraten erziele, aber es soll auch sehr einfach zu dekomprimieren sein, sodass ich beim Dekomprimieren, da muss ich ja Zeit für aufwenden, nicht zu viel Zeit verliere. Das heißt, wenn ich dann also den entsprechenden gleichen Teil eines Indexes durch eine Kompression kleiner hinbekomme, dann kann der natürlich auch in der Speicherhierarchie gegebenenfalls näher an den Prozessor wandern. Also etwa vielleicht aus dem eigentlichen drehenden Plattenspeicher in sowas wie den Hauptspeicher oder so. Und wenn irgendwie Dinge komprimiert sind, spare ich natürlich auch schon mal dadurch Zeit, dass ich gegebenenfalls auf Platte nicht so lang suchen muss, weil ich ja einfach, also auf einer drehenden Platte beispielsweise, nicht so weit drehen muss, um dann zum nächsten Teil zu kommen. Der ist ja jetzt auch quasi kleiner, komprimierter. Der Nachteil, den man sich einhandelt, ist aber eben die Zeit, die ich brauche zum Dekomprimieren. Und das muss man so ein bisschen gegeneinander abwägen. Was spare ich an Speicher und gewinne gegebenenfalls auch an Verarbeitungszeit, weil ich einfach in dem gleichen Zeitraum mehr Postings zum Prozessor schieben kann. Was verliere ich denn aber wieder durch die Dekompression? Also das ist ja irgendwas, wofür ich also ein Programm laufen lassen muss, beziehungsweise irgendwie ein Stückchen Code laufen lassen muss. Das kostet mich also auch Zeit. Ich gewinne Speicher, bezahle ein bisschen über die Dekompressionszeit, aber ich gewinne vielleicht auch ein bisschen Zeit, indem ich einfach pro Zeiteinheit mehr Postings zum Prozessor schaufeln kann, in erstmal komprimierter Fassung. Und dann muss der Prozessor ein bisschen dafür bezahlen, indem er ein bisschen Zeit zum Dekomprimieren aufwendet. Aber vielleicht, wenn ich so den Sweet Spot treffe, dann hat der Prozessor ja sowieso ein bisschen Idle-Zeit immer gehabt und könnte also die Zeit benutzen, um zu dekomprimieren. Worauf wir hier achten werden im Bereich der Indexkompression ist, dass das Ganze verlustfrei passiert. Also nicht sowas wie bei Bildern oder Audio- oder Videodaten, dass ich sage, naja, bestimmte Sachen sieht oder hört der Mensch eh nicht. Das kann ich bei der Kompression sozusagen weglassen. Bei einem Index ist schon alles wichtig. Das heißt, wir wollen nur verlustfrei komprimieren und verabschieden uns deswegen natürlich so ein bisschen vom Potenzial der sehr hohen Kompressionsraten, wenn ich tatsächlich verlustbehaftet komprimieren könnte. Bei einem Index möchte man das aber nicht. Also es soll verlustfrei komprimiert sein. Was spare ich jetzt? Und da wollen wir noch mal so ein kleines bisschen, ganz grob, ein bisschen theoretischer drauf schauen. Also angenommen, wir haben einen Prozessor, wir sind jetzt erstmal nur auf einer Maschine, können aber auch viele Prozessoren über mehrere Maschinen verteilt sein. Aber angenommen, der Prozessor, die Prozessoren können pro Sekunde sowas wie P-Postings, P von Postings, verarbeiten. Und angenommen, das Speichersystem kann pro Sekunde M-Postings an den Prozessor liefern, also nach Bandbreite, mit der der Speicher eben an dem Prozessor hängt. Also P-Postings kann der Prozessor verarbeiten, M-Postings können vom Speichersystem kommen, P wie Prozessor, M wie Memory, also Speicher. Und was kann ich jetzt pro Sekunde machen mit meinem Gesamtsystem? Naja, das Minimum von beiden, ne? Also ich kann so viele Postings pro Sekunde verarbeiten, wie das kleinere von beiden angibt. Wenn der Speicher mehr liefern kann, als der Prozessor kann, dann fällt halt hinten wieder was runter. Wenn der Prozessor mehr könnte, als das Speichersystem liefert, dann idelt der Prozessor halt so ein bisschen rum. Also falls P größer als M ist, dann ist der Prozessor idle manchmal und wartet einfach darauf, dass wieder was vom Speicher kommt. Wenn M größer als P ist, dann ist das Speichersystem halt idle und sagt, ja gut, habe ich meinen Zeitschritt sozusagen frei, weil ich dem Prozessor zu viel geliefert habe.
Jetzt kommt ja aber die Kompression oder die Idee der Indexkompression rein. Und ich gehe mal davon aus, dass wir eine Kompressionsrate von R haben und eine Dekompressionsfaktor von D. Also R wird irgendwie sein, wie viel mehr bekomme ich sozusagen pro Sekunde vom Speichersystem. Jetzt bekomme ich R mal M Postings, also sinnvoll ist sowas wie R ist größer als 1. Ich bekomme jetzt durch die Kompression mehr Postings pro Sekunde, pro Zeiteinheit vom Speicher geliefert. Und durch die Dekompression verliere ich aber ein bisschen was. Ich kann jetzt pro Sekunde auf dem Prozessor nur noch D mal P Postings verarbeiten und D wird wahrscheinlich kleiner als 1 sein. Also ich brauche ein bisschen Zeit, um nicht Postings zu verarbeiten, sondern um die Dekompression durchzuführen. Was kann ich jetzt pro Sekunde? Naja, vorher konnte ich das Minimum von M und P, jetzt kann ich einfach das Minimum von R mal M oder D mal P. Wenn beides 1 ist, also R und D 1 sind, dann bin ich im Fall von vorher. Das, was ich aber vernünftigerweise annehmen würde bei den meisten Kompressionsverfahren, ist, dass das R größer ist als 1. Also ich bekomme tatsächlich pro Sekunde jetzt mehr vom Speicher, weil ich ja pro Zeiteinheit den gleichen größenordnungsmäßigen Inhalt bekomme. Also angenommen ein, was weiß ich, Megabit pro Sekunde oder so. Klingt jetzt nicht nach viel, aber einfach mal zum veranschaulichen. Also angenommen, ich habe Megabit pro Sekunde vorher gehabt, dann waren das halt entsprechend viele Postings. Jetzt habe ich ja immer noch ein Megabit pro Sekunde, aber die Postings sind komprimiert. In dem Megabit sind also mehr Postings drin. Das heißt, vernünftig wäre es zu erwarten, dass R größer 1 ist und genauso vernünftig wäre es zu erwarten, dass D kleiner als 1 ist. Also durch das Dekomprimieren muss ich Zeit aufwenden beim Prozessor. Ich werde also jetzt pro Zeiteinheit weniger tatsächliche Postings verarbeiten können. Also schauen können, ob da Matches entstehen oder sowas im Query Processing. Das heißt, wann ist Kompression jetzt überhaupt sinnvoll? Naja, wenn P größer als M ist. Also wenn der Prozessor vorher idle war. Wenn der Prozessor also noch ein bisschen Berechnungskapazität hat. Und idealerweise kriege ich es jetzt durch die Kompression hin, dass ich R mal M gleich D mal P bekomme. Also dass der Prozessor nicht mehr idelt und das Speichersystem auch nicht mehr idelt. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich quasi durch Zeitersparnis die ganze Zeit beschreiben wollte. Wenn es also vorher war, dass ich P-Postings verarbeiten könnte, der Speicher mir aber nicht genug Postings liefert, dann kann ich jetzt nach der Kompression tatsächlich mehr als die Postings, die ich vorher hatte, verarbeiten. Weil ich jetzt davon ausgehe, dass ich vorher M bekommen habe, jetzt bekomme ich R mal M, R ist größer als 1, also habe ich jetzt tatsächlich mehr Postings pro Zeiteinheit pro Sekunde, die beim Prozessor ankommen und der kann die hoffentlich auch verarbeiten, wenn ich so diesen Sweet Spot hier R mal M gleich D mal P bekomme. Also pro Sekunde kann der Prozessor, obwohl er dekomprimieren muss, wenn er vorher idle war, jetzt dann trotzdem mehr Postings verarbeiten, als er vorher unkomprimiert verarbeiten konnte. Also Kompression spart nicht nur Platz, sondern jetzt hier tatsächlich auch Zeit. Pro Sekunde kann der Prozessor mehr Postings verarbeiten, wenn ich diesen Sweet Spot hinbekomme. Dass es also gar nichts mehr idle ist. Selbst wenn danach der Prozessor immer noch ein bisschen idle wäre, hat er trotzdem noch ein bisschen mehr geschafft, als sozusagen vorher pro Sekunde Postings zu verarbeiten. Das ist so dieses Grundsätzliche, was man durch Kompression erreichen möchte. Ich spare Platz auf Platte oder sonst wo, aber ich spare eben auch Zeit, weil meistens der Prozessor eh schneller wäre, als das angebundene Speichersystem ihn mit Daten versorgen kann. Die grundsätzliche Idee für die Kompression, die haben Sie wahrscheinlich schon mal an der einen oder anderen Stelle gesehen, ist ja, dass man sagt, das, was häufig vorkommt, also häufige Elemente, die versuche ich mit kurzen Codes zu kodieren. Und nicht so häufige oder eher ungewöhnliche Sachen, für die kann ich längere Codes benutzen. Also beim Komprimieren möchte ich ja ein Ding durch irgendwie einen Code ersetzen und kürzere Codes möchte ich den Dingen geben, die ich häufig sehe. Das, was wir beim Index komprimieren machen wollen, ist ja, dass wir im Prinzip invertierte Listen komprimieren wollen. Und das sind ja erstmal Listen von Zahlen, also Dokument-IDs, irgendwie vielleicht eine Häufigkeit in einem Dokument oder auch Positionen gegebenenfalls. Und die sind in einer gewissen Weise einfach alles Zahlen. Natürlich habe ich die in einer gewissen Klammerstruktur gehabt oder so, aber wenn ich mir noch so ein bisschen merke, also wenn ich für jedes Posting wusste, ah, okay, das kommt jetzt dreimal in dem Dokument vor, dann sind die nächsten drei Zahlen einfach dann die Positionen, falls ich die mit kodiert hätte oder so. Wie kodiert man jetzt also Zahlen oder wie komprimiert man gegebenenfalls überhaupt Listen von Zahlen? Ja, wenn ich so eine Folge habe wie 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 oder so,
Könnte man sagen, ich kodiere das mit jeweils 2 Bits. Also ich habe 4 verschiedene Werte, 0, 1, 2, 3 sind 4 Stück. Dann brauche ich für jedes 2 Bits, könnte man erstmal sagen. Die 0 kodiere ich also 0, 0, die 1, 0, 1, dann wieder die 0, 0, 0, die 2, 1, 0 und so weiter. Und das Ganze ist auch tatsächlich eindeutig, weil ich immer weiß, 2 Bits sind eine Zahl. Ich kann immer abzählen, okay, 0, 0, 0, 1 und so weiter. Und dann kann ich das auch leicht wieder dekomprimieren, ohne dass ich da Probleme bekomme. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, um was zu sparen, kodiere ich halt die 0 einfach mal mit einer einzelnen 0. Die kommt ja am häufigsten vor, alles andere kommt nur einmal vor, die 0 viermal. Ich möchte bei dem, was häufig vorkommt, sparen, mache ich mal die 0 zu einer einzelnen 0. Dann bekomme ich also 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ist erstmal deutlich kürzer als mit den 2 Bits. Das Problem ist, ich könnte es ein kleines bisschen shuffeln und hier die 1 mal hier rüber flippen lassen. Und schon ist es nicht eindeutig, was ich da eigentlich hatte. Also ich habe jetzt dann statt 0, 0, 1, 0, 1, 0 lese ich 0, 0, 1, 0, 1, 0 und das Ganze ist dann eben nicht mehr 0, 1, 0, 2, sondern es kodiert 0, 1, 1, 0. Und hier hinten kommt dann ein Tippfehler rein, das soll eigentlich die 3 trotzdem dann sein. Also im Prinzip könnte man jetzt hier sagen, es war nicht mehr die gleiche Folge, die man hier tatsächlich kodiert hat, beziehungsweise es ist nicht mehr eindeutig gewesen. Und das ist natürlich nicht gut. Also so einen mehrdeutigen Code möchte man nicht haben. Also man möchte eindeutige Codes haben. Und deswegen müsste man sagen, ja, wenn ich für die 0, die also hier viermal vorkommt, tatsächlich nur ein Bit aufwenden will, dann muss ich das Ganze aber dadurch wieder eindeutig machen, dass ich für die 1, 2 und 3 was anderes mache und beispielsweise für die jeweils 3 Bits wähle und sage, okay, 101 ist die 1, 110 ist die 2, 111 ist die 3. Also kann man dann sagen, was kommt raus? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Und das ist dann wieder eindeutig. Ich habe nur 13 Bits gebraucht gegenüber einem 2-Bit-Kodieren, was auch eindeutig war, wofür ich 14 Bits gebraucht hätte. Also ich habe jetzt ein Bit gespart, klingt nicht so dramatisch, aber die Idee ist also wieder schon klar geworden, häufige Sache mit kürzeren Codes zu versehen, da spart man ein bisschen was. Und im Prinzip beim invertierten Listen ist es ja genauso oder bei den Postlisten, dass ich da im Prinzip auch nur Zahlen drin habe und dann möchte ich so ähnlich vorgehen und sagen, die Zahlen, die oft vorkommen, für die möchte ich kurze Codes haben, die Zahlen, die selten vorkommen, für die möchte ich lange Codes haben. So erstmal die Grundidee. Genau die gleiche Grundidee, wie man es beim Codieren allgemein immer benutzen würde. Und die Idee ist dann halt, dass es dann dadurch ein bisschen Speicherersparnis gibt, also kleiner wird. Eine weitere wichtige Idee oder auch eine wichtige Beobachtung, die man macht, wenn man sich so einen invertierten Index nochmal genau anschaut, ist, was passiert eigentlich beim Aufbau von solchen Listen? Naja, das, was ein guter Kandidat ist für das Codieren, sind also beispielsweise sowas wie Word Counts, also Häufigkeiten. Die meisten Wörter sind ziemlich selten in Dokumenten, wenn Sie sich erinnern. Sowas wie diese ZIP-Verteilung oder sowas. Die meisten sind also sehr selten. Das heißt, ich habe viele kleine Zahlen und wenige große Zahlen. Das heißt, kleine Zahlen kann ich mit kurzen Codes kodieren. Ja, also sowas wie Worthäufigkeiten könnte ein guter Kandidat sein zum Komprimieren. Nachteil bei Dokument-IDs ist, die sind nicht so richtig vorhersagbar und die Vorhersagbarkeit misst man ja häufig mit sowas wie einer Entropie. Dann sagt man also, wenn irgendwas gut vorhersagbar ist, ist die Entropie klein, wenn es nicht so, dann eben größer. Und Dokument-IDs sind also nicht so gut vorhersagbar. Das Einzige, was man da ausnutzen könnte, ist, dass man sagt, naja, die IDs von längeren Dokumenten, die kommen im Prinzip häufiger im Index vor, also an mehr Stellen, weil sind ja mehr Terme drin und dann habe ich entsprechend mehr Postlisteneinträge dafür. Aber das ist jetzt nicht so eine richtig ausnutzbare Sache. Also der Effekt ist dabei nicht so groß. Das ist nicht die Idee, die man hat. Also Dokument-IDs einfach zu kodieren, indem ich sage, die häufig vorkommen, die bekommen die kurzen Codes. Naja, das bringt nicht so richtig viel. So dramatisch ist dann der Effekt nicht. Aber wenn man sich so eine nach Dokument-ID sortierte Postliste anschaut, stellt man fest, ja, die Dokument-IDs, die wachsen. Aber die Unterschiede zwischen den Dokument-IDs sind häufig gar nicht so groß. Also die Unterschiede sind auf jeden Fall kleiner als die Dokument-IDs selbst. Ich habe beispielsweise als erste Dokument-ID die 5, als nächstes die 8. Naja, dann speichere ich mir die 5, aber statt der 8 dann halt nur die 3 und sage, okay, der Unterschied ist nur 3. Und dann muss ich halt zwar rechnen, um die 8 wieder auszurechnen, aber ich kann für die 3 gegebenenfalls kürzere Codes anwenden, falls die 3 halt häufiger vorkommt.
Also die Grundidee ist zu sagen, um so eine Postliste zu kodieren, benutze ich das sogenannte Delta-Encoding. Ich kodiere nicht die Dokument-IDs selbst, sondern die Unterschiede zwischen den Dokument-IDs. Und dafür gibt es verschiedene Ideen, wie man das tatsächlich machen könnte. Schauen wir uns erst nochmal an, was passieren soll. Also angenommen, ich habe so eine invertierte Liste, die geht los 1, 5, 9, 18 und so weiter und die ist aufsteigend nach Dokument-IDs sortiert, also entweder Crawling-Zeitpunkt oder eben sowas wie so ein Qualitätsmerkmal, also die mit dem höchsten Page-Rank ganz vorne oder so. Wenn ich mir die Unterschiede anschaue, dann habe ich also 1, 4, 4, 9, 5, 1, 6, 14 ist die größte, 1, 3. Also die 1 kommt relativ oft vor in der Liste hier. Und die 4 kommt nochmal häufiger vor. Also habe ich den Vorteil, ich habe eine Liste von größeren Zahlen in eine Liste von kleineren Zahlen verändert. Für Wörter, die sehr häufig vorkommen, also in vielen Dokumenten, ist es dann tatsächlich so, dass ich eher so Listen bekommen werde wie 1, 1, 2, 1, 5, 1, 4 und so weiter. Also das ist schon fast stoppwörtig. Also Stoppwörter, würde man ja davon ausgehen, kommen in fast jedem Dokument vor. Hier ist der Unterschied zwischen den Dokument-IDs immer nur 1, dann ist er mal 2, mal 5 oder so, aber im Prinzip kommt es in fast jedem vor. Das heißt, da sind viele kleine Zahlen drin. Wenn ich jetzt ein Wort habe, was nicht so häufig ist, dann sind die Unterschiede eher groß. Also beispielsweise, ich habe sowas wie 109, 3766, also da gibt es halt 3766 Dokumente lang diesen Term nicht, oder dann 453 und so weiter als Unterschiede. Der Nachteil ist, die Zahlen sind groß und der Vorteil aber eben gleichzeitig, die Liste ist nicht so lang. Also ja, kann man so ein bisschen rumspielen. Die Zahlen sind immer noch kleiner als die eigentlichen Dokumente, die es gewesen wären. Aber der Effekt stellt sich natürlich mehr ein, der Kompressionseffekt, wenn ich sehe, dass es so eine Liste, eine Postliste eines sehr häufigen Wortes ist. Dann kann ich da mehr Speicherreduktionspotenzial direkt erkennen. Wie würde man das Ganze jetzt machen? Wir schauen uns zwei Varianten an. Einmal sogenannte Bit-Aligned-Codes. Also da kann ich zwischen zwei Codes an jeder Bit-Position wechseln. Also ich kann eine Zahl mit beliebig vielen Bits kodieren sozusagen. Im Gegensatz dazu wird es Byte-Aligned-Codes geben, wo man sagt, naja, eine Zahl hat entweder 1, 2, 3 oder 4 Bytes, mit denen die kodiert wird. Und selbst die kürzeste Kodierung ist dann eben mindestens ein Byte lang. Der Vorteil wird aber sein, dass das häufig schneller verarbeitbar ist, weil eben viele Prozessoren und Betriebssysteme besser mit Bytes als mit Bits umgehen können. Also sowieso dann immer gleich 8 Bits zusammen betrachten und dann ist man sowieso bei den Bytes. Das Ziel bei Bit-Aligned, also wie immer, auch bei Byte-Aligned, dann kleine Zahlen sollen kleinere Codes bekommen, weil wir davon ausgehen, wenn ich also so ein Delta-Encoding mache, dann kommen die kleinen Zahlen häufiger vor und für häufige möchte ich kurze Codes haben. Erste Idee dafür könnte sein, ich mache so eine Art Unaircode und sage, ich kodiere die Zahl k dadurch, dass ich k Einsen habe und dann eine 0. Das ist also eindeutig. Ich muss einfach immer die Einsen zählen, um den Wert zu bekommen und die 0 sagt mir, jetzt kommt der nächste. Das heißt, kurz haben auch die kürzesten Codes. Je kleiner k, desto weniger Einsen, desto kürzer. Also sowas wie 0 wird auf 0 abgebildet, 1 auf 1,0, 2 auf 1,1,0, 3 auf 1,1,1,0. Also ja, Sie sehen das Prinzip. Die Anzahl der Einsen gibt an, was für eine Zahl k das ist. Sieht man natürlich, das wird ziemlich schnell länger. Und ja, da wollen wir uns dann noch Alternativen anschauen, das sogenannte Elias Gamma und Elias Delta Encoding. Was ist der Nachteil von dem Unären erstmal? Naja, für kleine Zahlen, Nullen und Einsen, ist es im Prinzip sehr effizient. Aber es wird auch sehr, sehr schnell sehr teuer. Um die Zahl 1023 beispielsweise zu kodieren, brauche ich unär 1024 Bits, also 1023 Einsen und eine 0. Binär brauche ich aber nur 10. Und das sind schon zwei Größenordnungen Unterschied, ne? Also ich muss zweimal 10 multiplizieren, um von 10 auf 1024 quasi zu kommen. Das ist also zu teuer, unär allein. Binär ist also effizienter für große Zahlen, könnte aber uneindeutig sein. Das heißt, binär allein ist jetzt nicht so wirklich nützlich für die Komprimierung. Hatten wir ja vorhin gesehen, also diese 01, 02, 03 und so weiter Folge, dann einfach mal bit-aligned mit einer kurzen 0 und binär für die 1, die 2 und die 3 kodiert haben. Das war nicht so gelungen, weil es einfach mehrdeutig wurde. Aber man möchte die Vor- und Nachteile von den beiden irgendwie mischen. Also im Prinzip erkenne ich, unär ist gut für kurz, binär ist gut für lang und ich möchte es aber eindeutig haben. Na, liegt irgendwie die Idee in der Luft, dass man es beides kombiniert und genau das passiert beim Elias Gamma, dass man sagt, um die Zahl k zu kodieren, also auch in komprimierter Form,
sozusagen zu kodieren, um also Index sozusagen dann zu verkleinern. Da möchte ich also deltamäßig vorgehen und sagen, ich merke mir nur die Unterschiede zwischen zwei Dokument-IDs beispielsweise und diesen Unterschied, den möchte ich jetzt aber kodieren. Eine Idee ist, Elias Gamma als Kodierung zu nehmen. Also weder unär noch binär, sondern Mischform. Die Grundidee ist, ich berechne zwei Werte für die Zahl k. Einmal diesen sogenannten Wert kd, der mir angibt, wie viele Binärziffern brauche ich denn, um k als Wert binär zu kodieren. Wissen wir noch, das ist Logarithmus von k, und zwar der Floor davon. So viele Bits brauche ich, um k zu kodieren. Das ist einfach erstmal kd. Und um den Rest kümmere ich mich, indem ich sage, naja, der Rest, der sozusagen entsteht, wenn ich von k die linkest stehende 1 entferne, weil ich davon ausgehe, dass sowieso links immer eine 1 steht, führende Nullen sind weg. Also kann ich die am weitesten vorne stehende 1 sozusagen sowieso löschen und kodiere jetzt nur noch den Rest, die anderen Bits. Und davor weiß ich, steht sowieso noch eine 1. Den Rest, den kodiere ich jetzt also als k minus 2 hoch Logarithmus von k. Also im Prinzip k hoch d ziehe ich ab, also die führende 1 ziehe ich ab. Und das, was ich jetzt kodiere, also um die Zahl k tatsächlich abzuspeichern, ist kd in binär. Kd gibt mir dann an, wie viele Bits erwarte ich denn sozusagen für dieses kr. Und kr, das kodiere ich dann, beziehungsweise, sorry, kd nicht in binär, sondern kd in unär und kr dann in binär. Also unär gebe ich an, wie viele Bits werden denn in kr kommen. Und unär ist also eindeutig, das kann ich also immer eindeutig wieder dekodieren. Und dadurch, dass ich davor schreibe, wie viele Bits jetzt kommen, kann ich auch kr immer eindeutig dekodieren, weil ich ja weiß, wie viele Bits kommen werden. Also die Idee beim Elias Gamma ist zu sagen, ich habe also kd und kr als die entsprechenden Werte, die mir ausreichen, um die Zahl k wieder auszurechnen. Nämlich einfach kr ist das, was sozusagen der Rest ist und dann muss ich noch eine 1 davor schreiben. Und wie lang ist der Rest? Naja, das weiß ich, indem ich weiß, dass der Logarithmus. Und den Rest, den kodiere ich binär und den Logarithmus selbst, den kodiere ich unär. Der unäre Part gibt uns also an, wie viele binär Bits jetzt danach kommen. Und deswegen kann ich den dann auch wieder eindeutig dekodieren. Schauen wir uns das Beispiel an, hier in der Tabelle. Also die Zahl 1 hat als KD und KR jeweils 0. Dann bekommt sie den kürzesten Code, die 0 selbst. Die Zahl 2 hat als KD-Wert eine 1 und als KR-Wert eine 0. Gebe ich also unär die 1 an, 1, 0, und dann kommt die 0. Die 3 ist dann 1, 1, also 1, 0 als unäres KD und 1 als KR. Und dann die 6 beispielsweise, die bekommt als KD eine 2 und als KR eine 2, also 1, 1, 0, das ist die 2 in unär hier für dieses KD. Und dann 1, 0, die 2 in binär für diese 2 hier. Oder sowas wie 255, Logarithmus ist 7 und KR ist dann 127, also 7, also 2, 4, 6, 7 Einsen und eine 0. Das ist der KD-Teil in Elias-Gamma-Kodierung sozusagen, der KD-Teil. Und dann die 127, also 7 Bits auf 1 gesetzt, das ist diese 127, das ist der KR-Teil. Oder sowas wie 1023, da muss ich also die 9 unär kodieren und dann die 511 in binär. Und es wird also immer länger, aber es ist nicht so lang wie unär. Und es ist eindeutig zu dekodieren, weil ich immer weiß, das Erste, was da sozusagen steht, ist eine Unärzahl. Also wenn ich die 0 lese, ist halt die unäre 0. Oder wenn ich hier die 1 0 lese, das ist die unäre 1. Oder wenn ich das hier lese, das ist die unäre 9. Das kann ich also eindeutig dekodieren in einer Phase, wo ich dann die Zahlen wieder dekodieren will. Der Vorteil ist, es ist jetzt kürzer als unär oder höchstens so lang wie unär. Kommt so ein bisschen drauf an. Bei kleinen Zahlen ist es höchstens so lang, aber sobald ich größer 2 bin, werde ich tatsächlich deutlich kürzer. Also die 1023 kann ich mit 19 Bits kodieren statt 1024 Bits in unär. Bin also mit Elias Gamma deutlich kürzer, als es einfach nur unär zu machen. Und ich bin immer noch eindeutig dekodierbar. Das war ja so der Nachteil bei binär, einfach die Binärzahl ausrechnen. Ansonsten, wie viele Bits brauche ich? Naja, im Prinzip 2 mal Logarithmus von k plus 1, also Logarithmus von k plus 1 für den unären Teil. Also so viele Einsen und dann eine 0.
Und dann auch nochmal Logarithmus von k für den binären Teil, weil ich ja die führende 1 sozusagen da weggelassen habe. Um das Ganze jetzt noch zu verbessern, gibt es noch den sogenannten Elias-Delta, also von Gamma zu Delta. Das Delta ist jetzt hier nicht das Delta-Encoding von den D-Gaps, also von den Document-ID-Gaps, sondern einfach von Gamma zu Delta, weil es der nächste griechische Buchstabe ist. Da sagt man, okay, ich kann versuchen, noch ein bisschen zu sparen, und zwar anstatt KD unär zu kodieren, das ist ja das, was so dramatisch sozusagen wuchs eben, versuche ich KD plus 1 mit Elias Gamma zu kodieren und brauche dann dafür nur noch zweimal log-log von K plus log-K Bits. Klingt jetzt ein bisschen komplex, schauen wir uns auch wieder ein Beispiel an. Also was ich mache ist, ich splitte diesen KD-Teil in nochmal einen D-Teil und einen R-Teil. Also der KDD-Teil ist der Logarithmus von KD plus 1 und der KDR-Teil ist dann KD minus 2 hoch dieser entsprechende Logarithmus, also 2 hoch KDD. Und die Grundidee ist, jetzt kodiere ich nur noch KDD unär, KDR in binär und KR auch in binär. Also ich habe sozusagen für den KD-Teil nochmal Elias Gamma benutzt. Also Elias Gamma in Elias Gamma geschachtelt, und das ist dann der Elias Delta Code. Das heißt, für die 1 rechne ich wieder nur Nullen aus, der Code ist dann 0. Für die 2 rechne ich 1 und 0 aus, das wussten wir eben schon, aber ich will den KD-Teil jetzt noch aufsplitten, um den Elias Gamma zu kodieren, 1 und 0. Sieht jetzt erstmal komisch aus, wird länger, also 1, 0, 0, 0 gegenüber, ich blätter nochmal zurück, vorher 1, 0, 0, habe ich jetzt also ein Bit verloren. Ich investiere bei den kurzen Zahlen so ein bisschen und sehe dann aber, dass ich bei den langen Zahlen entsprechenden Gewinn mache, indem ich beispielsweise bei 1023 die 9 jetzt in Elias Gamma auch nochmal kodiere. Und dafür brauche ich die 3 zu kodieren und die 2 zu kodieren. Und die 3 habe ich also mit 4 Bits, die 2 dann entsprechend mit 3 Bits. Und dann habe ich dahinter nochmal die 511. Und das ist jetzt also hier noch 2, 4, 6, 7 Bits anstatt vorher 2, 4, 6, 8, 10 Bits. Also spare ich da tatsächlich ein bisschen was. Das heißt, da wo ich ein bisschen verliere, sind bei den kleinen Zahlen. Da wo ich dann dafür ein bisschen gewinne, sind bei den großen Zahlen. Also ich opfere ein bisschen was bei den kleinen Zahlen an Encoding-Länge, also werden länger, und gewinne dafür Encoding-Länge bei den größeren Zahlen. Muss man jetzt so ein bisschen gegeneinander abwägen, was man tatsächlich braucht. Für die Zahlen zwischen 16 und 32 brauche ich dasselbe wie bei Elias Gamma. Für die unter 16, also dann eben entsprechend ein bisschen mehr, sowas wie 2, 3 und so weiter, ist jetzt also länger kodiert. Für Zahlen, die größer als 32 sind, brauche ich dann weniger Platz. Und da muss man halt so ein bisschen überlegen, was denn so die Standardzahlen sind, die man kodieren wird. In einer Stopwortliste, also in einer Postliste für ein Stopwort, ist es wahrscheinlich eher so, dass ich viele kleine Zahlen habe. Da ist vielleicht Elias Delta nicht so günstig, aber in einer Liste für ein nicht so häufiges Wort wie ein Stopwort, dann ist dann vielleicht doch Elias Delta im Sinne des Einsparens noch besser. Also ich spare mehr Platz. Das grundsätzliche Problem dieser Bit-Aligned-Codes ist ja aber, dass quasi jedes Encoding variabel lang ist. Und das können ein Problem bei Prozessoren sein der neueren Generation, die häufig eben eher auf Bytes optimiert sind. Und deswegen ist eigentlich sehr oft benutztes Encoding zum quasi Komprimieren das sogenannte V-Byte. Das ist so ähnlich wie UTF-8, Unicode-Encoding. Die Grundidee ist, kurze Codes für kleine Zahlen, also wie bisher auch bei den Bit-Aligned-Codes, aber der kürzeste Code bei einem V-Byte-Encoding ist ein Byte. Also ich arbeite sowieso nur mit Bytes. Und das ist natürlich 8-mal länger als Elias Gamma für die Zahl 1 beispielsweise oder auch Elias Delta für die Zahl 1. Alle Zahlen bekommen also sowas wie 1 bis 4 Bytes. Das High-Bit im letzten Byte ist dann immer 1 gesetzt, sodass man erkennt, dass es das letzte Byte ist, ansonsten 0. Und die Beobachtung ist aber, dass es unter praktischen Gesichtspunkten Byte-Aligned auf vielen, vielen Plattformen deutlich schneller komprimiert und dekomprimiert als Bit-Aligned-Codes. Also schneller. Und das ist ja so die Grundidee. Ich will zwar Platz sparen, aber es soll auch schnell gehen. Ich will ja auch Zeit sparen sozusagen durch das Komprimieren und Dekomprimieren. Beziehungsweise das Komprimieren mache ich ja nur einmal, aber beim Dekomprimieren will ich eben auch nicht zu lange brauchen, um den Prozessor nicht zu sehr mit dem Dekomprimieren zu befassen. Also auf vielen Systemen ist es tatsächlich so, dass man statt dieser Bit-Aligned-Idee eigentlich V-Byte benutzt und das ist dann so eine Byte-Aligned-Idee. Aber so die Grundidee ist die gleiche wie bei diesen Bit-Aligned-Codes, Elias Gamma, Elias Delta. Ich benutze kurze Codes für kleine Zahlen.
Schauen wir uns ein Beispiel nochmal an. Also Zahlen bis 2 hoch 7 minus 1, dafür brauche ich ein Byte. Bis dann 2 hoch 14 minus 1 brauche ich 2 und so weiter. Am Ende komme ich bis 2 hoch 28 oder 2 hoch 28 minus 1 mit 4 Bytes. Und das sieht dann eben binär so aus, dass ich im letzten Byte immer das High-Bit auf 1 setze. Das habe ich hier so ein bisschen abgesetzt. Das heißt, ich habe dann noch 7 Bits eigentlich im Payload in dem Codierungsverfahren, die ich benutzen kann. Also sowas wie die 1 ist dann eben eine 1, 6 Nullen und noch eine 1. Also habe ich ziemlich viel verschwendet sozusagen. Ich habe aber auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass es genau ein Byte ist. Und byteweise einlesen ist halt oft deutlich einfacher und in vielen Plattformen tatsächlich die angesagte Variante gegenüber bitweise einlesen. Die 127 ist dann die letzte Zahl, die ich mit einem Byte kodiere. Das sind dann alles Einsen. Hexadezimal, wie gesagt, kann man sich auch noch mit ein bisschen angucken, wäre das also FF in dem Fall hier. Die 128 ist dann die erste Zahl, für die ich 2 Bytes brauche. Und ja, das, was tatsächlich kodiert wird, ist sozusagen in den letzten 7 Bits jeweils die eigentliche Zahl. Also habe ich hier 7 Nullen und davor kommt dann eine 1. Die ist jetzt aber in das Byte davor gerutscht. Das High-Bit von dem Byte ist auf 0 gesetzt. Das High-Bit vom zweiten Byte ist dann auf 1 gesetzt, um zu sagen, okay, das ist das letzte Byte davon. Und eigentlich kodiere ich jetzt nur diese eine 1 von der 128, indem ich sage, da stehen 7 Nullen dahinter und ein paar davor natürlich. Sowas wie 130 beispielsweise wäre dann also so ähnlich, nur dass ich halt hier hinten noch eine 1 mit habe für die 2, die ich auf die 128 noch mit drauf addieren muss. Sowas wie 20.000 beispielsweise ist dann eine Zahl, für die brauche ich 3 Bytes. Die ersten 2 Bytes haben jeweils eine führende Null. Das erste Byte geht bis hier. Das zweite geht bis hier. Jeweils sind die ersten Bits Nullen. Hier ist das erste Bit, das High-Bit, auf 1 gesetzt. Ja, das ist dann halt die 20.000, wobei man sagt, beim Lesen der 20.000 in Binärschreibweise ignoriere ich sozusagen diese Null hier und diese 1 hier. Und dann steht da eben, okay, das ist die 1, die 2, die 4, die 8, die 16, die 32 drin. 64, 128, 256. 512, 1024 und so weiter, die muss ich zusammenzählen, um auf 20.000 zu kommen. Und dafür brauche ich dann aber eben 3 Byte. Ich habe trotzdem noch viele Nullen drin, aber die Grundidee ist, kurze Zahlen, oder sorry, kleine Zahlen, kurze Codes, große Zahlen, längere Codes. Und das Ganze ist leichter auf den meisten Plattformen komprimierbar und dekomprimierbar im Sinne von Zeiteffektivität oder Zeiteffizienz in dem Fall. Der Prozessor kann das einfach schneller machen, weil er eben auf Bytes getrimmt ist, statt mit Bit-Aligned-Codes zu arbeiten. Ein Beispiel, wie das Ganze dann funktionieren könnte mit V-Byte, ist also, dass man sagt, angenommen, ich habe so eine invertierte Liste mit Positionen in dem Fall hier, also die Doc-ID und die Positionen sind angegeben. Ich habe sowas wie, was ich kodieren will, in dieser ersten invertierten Liste. Das Dokument-ID, der Term kommt an Stelle 1 und 7 vor im Dokument 1, an Stelle 6, 17 und 197 im Dokument 2 und an Stelle 1 im Dokument 3 und es geht halt noch weiter, aber das ignorieren wir erstmal. Jetzt wird man das Ganze natürlich in Postings erstmal so anordnen, dass wir alle zusammenfassen, die die gleiche Doc-ID haben und aber, um es eindeutig zu machen, dann sagen, wir schreiben hin, wie viele Positionseinträge kommen. Also statt dieser Liste würde man diese hier tatsächlich abspeichern und also das Posting für das Dokument 1 sähe so aus: Dokument-ID, an zwei Stellen kommt es vor und zwar 1 und 7. Ich klammere das Ganze jetzt hier für uns erstmal, sodass wir es ein bisschen leicht überblicken. In Dokument 2 kommt es dreimal vor an Stelle 6, 17 und 197 und im Dokument 3 an einer Stelle und zwar an Stelle 1. Diese Klammerstruktur ist erstmal jetzt so für Menschen sozusagen leichter lesbar, um zu erkennen, das hier ist ein Posting, das hier ist ein Posting, das hier ist ein Posting. Aber eigentlich brauche ich die Klammern gar nicht als Maschine, weil die Zahlen selbst das Ganze leicht dekodierbar machen, indem ich halt sage, okay, das erste ist immer eine Dokument-ID, dann kommt eine Zahl, die mir angibt, wie viele Zahlen kommen danach, bis die nächste Dokument-ID das nächste ist. Also ich könnte die Liste hier auch ohne Klammern einfach mit Komma getrennt so hinschreiben, wüsste immer noch, das hier ist eine Dokument-ID, das hier sagt mir, die nächsten zwei Zahlen sind Positionen 1 und 7. Dann muss das wieder eine Dokument-ID sein. Die Zahl sagt mir, wie viele Positionen kommen. 6, 17, 197. Das hier muss wieder eine Dokument-ID sein. 1, 1, da müsste wieder eine Dokument-ID kommen. Die Grundidee ist jetzt zu sagen, wir benutzen Delta-Encoding für die Dokument-IDs und für die Positionen. Die sind ja auch aufsteigend, wenn ich die aufsteigend sortiert habe.
Das heißt, statt eigentlich diese Liste, habe ich diese Liste hier. Ich sage, Dokument-ID ist 1. Okay, da kann ich noch nichts Delta encoden. Das erste muss ich mir immer speichern. Das nächste ist eine Anzahl. Wie viel kommen jetzt? 2. Und das sollen jetzt Positionen sein. Aber statt 1, 7 speichere jetzt 1 und 6 und weiß, auf die 1 müsste ich die 6 addieren. In dem zweiten speichere ich mir jetzt nicht die Dokument-ID 2, sondern speichere mir die 1, weil die ist ja 1 größer. Die 2 ist 1 größer als die 1, also die Gap encoded. Die 3 hier, die muss ich mir speichern, als da kommen jetzt 3 Werte. Die 3 Werte, die habe ich aber auch wieder die Gap encoded, also quasi gapmäßig. Das erste ist die 6, die muss ich mir merken. Das nächste ist 11 größer und das nächste ist dann wieder 180 größer als das, was 11 größer war. Hier habe ich auch wieder die gapmäßig, die Dokument-ID, also von dieser hier, die 1 größer war als die, muss ich ausrechnen, war die 2. Das hier ist dann also wieder 1 größer, ist dann die 3 und so weiter und so fort. Die Anzahl selbst, also diese Counts hier, die kann ich nicht gut Delta encoden, also Delta im Sinne nicht von Elias Delta, sondern als Differenz. Zumindest nicht so, wie wir es vorher die ganze Zeit gemacht haben, weil ich nicht genau weiß, relativ zu was ich die Delta encoden will. Da kann man aber noch ein bisschen genauer reinschauen, wenn Sie sich dafür interessieren, beispielsweise in diesem Buch Managing Gigabytes, da gibt es ganz viel zum eigentlichen Komprimieren von Indexen und so weiter. Das heißt, am Ende komprimiere ich jetzt also diese Folge hier, 1, 2, 1, 6, 1, 3, 6, 6 und so, statt dieser Folge 1, 2, 1, 7, 2, 3 und so weiter, weil ich eben weiß, welche Sachen jeweils miteinander Delta-encoded sind. Und das Größte ist hier die 180, alles andere sind sehr kleine Zahlen. Für die kleinen Zahlen brauche ich immer Einzelbytes. Ich habe jetzt mal hier die Hexwerte hingeschrieben, also 81 für die 1, 82 für die 2, 81, 86 und so weiter. Das einzig Interessante, also etwas Interessantere, ist beispielsweise die 11, 8b oder die 180. Für die brauche ich eben 2 Bytes, habe ich hier mal hervorgehoben als 01 und b4 in Hexadezimal. Das heißt, für die ganze Liste brauche ich 13 Bytes. Und 13 Bytes klingt erstmal viel. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass es schon komprimiert ist gegenüber etwa einer Speicherung mit jeweils 4 Bytes für alle Zahlen oder so. Und es ist eindeutig dekodierbar und auf die Prozessorenlandschaft, die moderne sozusagen zugeschnitten und Betriebssystemlandschaft, die sowieso byteweise vorgeht und nicht mehr bitweise. Das heißt, das wäre so eine Idee, wie man mit VByte dann tatsächlich eine Postliste in einem Index komprimieren würde. Delta encoded für die Dokument-IDs und die Position und ansonsten VByte für die einzelnen Zahlen, die dann dabei rausgekommen sind. Ja, so viel zum Indexaufbau insgesamt. Sind wir jetzt also durch. Wir haben gesehen, wie so ein Index aussieht, wie man ihn benutzt zum Anfrage beantworten, wie man ihn aufbaut und jetzt am Ende auch nochmal, wie man ihn quasi komprimiert. Und Erinnerung, Kompression nicht nur, um Platz zu sparen, sondern auch, um gegebenenfalls Zeit zu sparen, wenn man den Kompressionsfaktor bzw. die Dekompressionszeit auf den Prozessor und den tatsächlich vorhandenen Speicheranbindung, die Speicherbandbreite abstimmen kann. Danke!